Friends, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ich wollte eigentlich gestern schon einen Vlog starten, aber ich sag's euch halt, wie es ist. Was habe ich gestern gemacht, ne? Ich habe gestern wirklich nur mein Zimmer aufgeräumt, dass das da unten liegt. Das habe ich noch ausgemistet, weil ich habe jetzt meinen Kleiderschrank komplett eingeräumt und eigentlich ist mein Zimmer jetzt ready. Habe da mein Bett bezogen und so, habe ein bisschen Sport gemacht gestern. Und da war ich arbeiten, habe mich dann abends noch verabredet und ich habe mir dieses Lash Serum hier gekauft. Ja, ich benutze das ja jetzt nicht morgens, ne? Ich benutze es immer abends. Ich habe das aber auch erst zweimal benutzt. Meine Schwester hat das nämlich und es ist wirklich so krass. Und ich hoffe, dass es bei mir auch was bringt. So ja, let's see. Ich habe übrigens eben meine Tage bekommen und ich habe unnormal Unterleibsschmerzen und das lieben wir. Aber ist nicht so schlimm, weil heute ist das Wetter unnormal gut und ich werde heute meinen Tag mit Mathilda verbringen. Ich weiß noch gar nicht genau, was wir machen, aber es wird so oder so nice. Also ich freue mich. Also das hier sind noch so ein paar Klamotten, die ich ausgemistet habe. Die muss ich dann gleich noch zu so einem Altkleiderding bringen. Und das ist basically jetzt mein Kleiderschrank. Ich habe halt hier Pullis, da oben sind auch so Pullis. Das sind Sportklamotten. Da ist das so, ich weiß ja nicht, so kurze Hosen und so Röcke und so. Das sind Jogginghosen und so Chillerhosen. Jeans und Sommertops. Ich weiß, es irgendwie klingt das überhaupt nicht, als wäre da irgendeine Ordnung drin. Dann, man sieht, dass ich eigentlich nur schwarz trage. Sind das ja einfach so Sachen, die ich hingehangen habe. Hier we have some underwear und Socken. Ja, so ist mein Kleiderschrank basically jetzt aufgeteilt. Und da oben sind so Skiklamotten. Da ich aber sehr lange nicht mehr Skifahren war, fällt das aus. Ist da auch nicht viel drin. Ja. Also, das ist so basically der Stand hier von meinem Zimmer. Ich habe das jetzt so hingestellt, dass es so zusammen ist. Ja, und ich bin eigentlich sehr happy damit. Ich glaube, ich sonne mich jetzt so ein bisschen draußen, weil heute ist ja wirklich unfassbar gutes Wetter. Und ja, nehme ich einfach heute so ein bisschen mit. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Es wird ein sehr entspannter Tag, I guess. Ich hoffe, die Maus hat keinen Kater, weil sie gestern feiern war. Ohne mich. Naja, gut, ne? Wenn man was verpassen will, geht man halt ohne mich feiern. Spaß. Ja, ich sitze jetzt bei mir im Auto. We are driving. Ich hole jetzt Mighty ab und dann gehen wir Minigolf spielen und ich freue mich auch nochmal darauf, weil ich finde das eine sehr cute Activity. Ja, ich habe meinen Schmuck an, das ist übrigens jetzt der Anhänger. Ich finde es wirklich sehr cute. Dann habe ich, ich habe wirklich in letzter Zeit sehr viel Jewelry an, aber ich liebe das. Dann habe ich einen Sportwear an von H&M, Hose ist von Hollister und meinen neuen New Balance. Ja, ich fahre jetzt los. Ich mache das jetzt mal zum Cabrio. Können wir da mal zusammen machen, oder? Was meint ihr? Weil es ist nicht Automatik. Weil it's old car. Job. Okay, see you later. Also Friends, wir sind angekommen. Der Weg nach hier war auf jeden Fall schwierig. Erstmal haben wir uns mega verfahren und dann ist uns so ein Typ drauf gefahren. Und dann, ja, es war ein bisschen drunter und drüber, aber jetzt sind wir angekommen. So sieht es hier aus, aber wie ihr seht, ist halt niemand hier. Dementsprechend ist auch niemand in diesem Häuschen, der uns da irgendwie die Tickets verkaufen kann. Hier ist nur ein Rasenmäher-Typ, aber der ist sehr laut. Der ist sehr laut. Und dementsprechend hat er wahrscheinlich auch nicht gehört, dass wir hier sind. Wenn das überhaupt der ist, der das verkauft. Ja, true, wahrscheinlich also, nicht. Ne? Sieht mir jetzt nicht so danach aus. True. Ja, wissen wir jetzt auch nicht. Wir chillen jetzt einfach hier in der Sun. So nämlich. Wir sind jetzt hier. Und wir spielen jetzt Minigolf. Yes, sir. Lieben wir. Wir stellen euch mal hier hin und filmen den ganzen Spaß und gucken mal. Wir sind jetzt hier bei der ersten Bahn. Hier. Wie es klappt. Möchtest du anfangen? Nein, danke. Ja, so ein T-Shirt-Abdruck ist nicht so nice, ne? Nee. Egal.
Wir hätten einfach ein Bikini kommen sollen. True. Was einfach so Naked Golfing. Kannst du machen. Alles für den Champ. Genau. So, Leute. Erstes Ding geschafft. Mit 2. Und 3. Schau. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie interessant das ist. Das ja, true. Wie interessant das ist, jetzt hier alles zu filmen. Soll ich das halten? Ja. Danke. Also, das war jetzt unsere erste Bahn. Jetzt ist das die zweite. Ich finde es voll nice, dass wir alleine sind. Ja, das weil man muss geil. Nicht warten. Das ist ja supi. Okay, Leute, wir melden uns später. Also, Friends, wir haben jetzt eben die Burger gemacht und wir haben uns letztens so Fotobücher geholt. Und die Maus hat hier so eine Kamera, mit der man so diese Einmalbilder machen kann. Und ich habe halt einfach Einmalbilder. Und wir machen das gerade. Das finde ich eigentlich ganz cute. Ich habe noch sogar mein altes Ticket gefunden nach Kurs. Ist einfach so ein paar Memories festhalten, ne? Lieben wir. Also Friends, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen. Ja, kannst du machen. Wir fahren jetzt, also meine Mom und ich, fahren jetzt meine Schwester abholen, weil der Zug irgendwie irgendwo gehalten hat und sie dann jetzt nicht wegkommt und deswegen gehen wir sie da jetzt abholen. Dann fahren wir noch kurz zum DM, weil ich ein paar Sachen brauche und ich glaube meine Mom auch. Genau. That's all I gotta say. Haben wir die Handbremse. Genau. Und eigentlich soll es heute regnen, aber es ist auch nochmal gutes Wetter haben. Das lieben wir. I am back home und ich wollte euch eigentlich zeigen, was ich gekauft habe. Und zwar habe ich mir nochmal diese Whitening Strips geholt. Die sind ja wirklich super. Und meine Haarkur, ich benutze immer die. Mit dem passenden Shampoo. Meine Haare sind dadurch relativ weich. Also meine Haare sind halt einfach wirklich tot. So vom Blondieren. Aber seht ihr, ich muss die dringend nachblondieren hier unten, weil letztens nur so der Oberkopf gemacht worden ist. Ne, ihr wisst, was ich meine. Und ich habe selber Shampoo zu lange einwirken lassen. Naja, egal. Auf jeden Fall, eigentlich wollte ich mir meine Nägel jetzt machen. Ich hatte mir extra so Gel bestellt im Internet, damit ich mir Gelnägel machen kann. Weil das Ding ist, ich fülle die ja immer so auf. Wenn ich die beim Nagelstudio einmal gemacht habe und dann mache ich die so die nächsten 2-3 Monate, dass ich einfach immer selbst abfeile und mit Shellac so nachfeile. Aber, seht ihr das? Hier, ich weiß es nicht. Das bricht halt schon so an dem einen oder anderen Nagel, weil halt der Tipp voll weit vorne ist. Deswegen habe ich mir jetzt Gel bestellt im Internet, damit ich mir selbst Gelnägel machen kann. Aber das Gel ist sowieso nicht da, ne? Es hat ja gerade geklingelt an der Tür. Ich war so voller Freude, dachte mir, easy, mein Paket ist da. Ich kann meine Nägel machen, weil ich weiß halt nicht, was ich heute den ganzen Tag machen soll bis abends. Weil ich halt einfach nichts zu tun habe, so. Naja, auf jeden Fall kamen dann 2 Pakete für meine Nachbarn an, die ich natürlich netterweise angenommen habe, aber bringt mir natürlich auch nicht viel, ne? Das sage ich euch, wie es ist. I will keep you updated, ob mein Paket kommt. Ich mag dieses Urteil so gerne. Es macht wirklich sehr nice Boobs. Das von Weekday, I guess. Weekday wirklich perfekt für so entspannte, basic, nice sitzende Oberteile. Ja, look at the boobs. It's crazy. Also Friends, mein Paket ist immer noch nicht da, aber es ist mir egal, Leute, meine Laune ist so gut, ne? Draußen regnet es zwar, aber es ist so dieser Sommerregen, keine Ahnung. Macht mir auf jeden Fall richtig gute Laune. Ich habe mir jetzt einen Kaffee gemacht, heute ist ja Freitag, das heißt, heute bleibe ich lang wach. Ich muss zwar morgen um 9.15 Uhr, I guess, zur Arbeit, aber ja, keine Ahnung, ich werde heute auf jeden Fall trotzdem mit meinen Mäusen unterwegs sein. Ich denke, weil die wollen in den Club gehen. Ich werde dann halt wahrscheinlich einfach nichts trinken und nicht mit in den Club gehen. Oder vielleicht nur 1, 2 mischen. Ja, Leute, ich sehe mich doch morgen schon wieder mit einem riesen Kater arbeiten. Nein, aber das ist wirklich mein Vorhaben, heute nichts zu trinken. Beziehungsweise wenn nur so 1, 2 Gläser. Und dann aber trotzdem mit denen chillen. Und wenn die in den Club gehen, gehe ich nach Hause.
Also Friends, bin jetzt ready to go. Ich habe mir so ein sommerliches Outfit, naja, nur ein Oberteil angezogen. FaceTime mit Malti, as always. Und ja, wir gehen jetzt los, wir gehen in eine Cocktailbar. Die anderen Mäuse gehen danach noch feiern. Ich denke mal nicht, weil ich muss ja morgen raus. Genau, I will keep you updated. Ich denke nicht, dass ich da noch filmen werde, aber ja. Good morning. Es ist der nächste Tag. Mein Nagel ist gestern abgebrochen, beziehungsweise der war so abgebrochen, dass ich den eben einfach abgemacht habe, weil das tat echt unnormal weh, wenn ich da die ganze Zeit dran komme. Ja, auf jeden Fall. Ich habe mich jetzt, ja, ich habe mich nicht wirklich fertig gemacht. Ich habe meine Augenbrauen so mäßig gemacht und habe meine Haare gemacht und ich gehe jetzt arbeiten. Es war auf jeden Fall gestern nice. Wir waren in einer Bar. Wir waren irgendwie so 7 Girls und haben einfach Cocktails getrunken. Ich habe einen Cocktail und einen Shot getrunken. Aber irgendwie konnte ich in der Nacht überhaupt nicht schlafen. Normalerweise kann ich von Alkohol gut schlafen. Ich war jetzt nicht betrunken, aber so ein bisschen. Ja, aber ich konnte überhaupt nicht schlafen. Ich bin die ganze Zeit aufgewacht und so. Ja, deswegen bin ich jetzt ein bisschen tired. Ich habe aber schon meinen Morning Coffee genossen und mein Frühstück gemacht. Und ja, wie gesagt, ich muss jetzt arbeiten gehen. Heute Abend gehe ich mit ein paar Freunden zu einem Freund. Ich glaube, das wird ganz nice. Also es wird, glaube ich, nicht mehr so viel Sinn machen zu filmen. Aber ich hoffe, euch hat dieser entspanntere Vlog gefallen. Wenn ja, würde ich mich immer mal ein Däumchen nach oben freuen. Und wir sehen uns hoffentlich in meinem nächsten Video wieder. Tschüss.